Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Talking Malls. Heute habe ich zwei Flaschen vom Paytalk auf dem Tisch stehen, beziehungsweise habe ich die von Paytalk zugeschickt bekommen. Erstmal sorry, dass so lange keine Videos jetzt kamen. Wir haben am Haus ziemlich viel umgebaut, angebaut, erweitert und das war ziemlich stressig und irgendwie hatte ich da keinen Kopf, jetzt noch nebenbei Videos zu machen. Weil wenn ich hier Videos mache, dann will ich dabei auch Spaß haben und Bock darauf haben. So wie jetzt zum Beispiel und das nicht gezwungenermaßen machen. So, also ich war ja jetzt auch ein bisschen in Dänemark und während ich in Dänemark war, habe ich ein Paket bekommen vom Paytalk. Und zwar habe ich zwei neue Feingeist-Abfüllungen bekommen, beziehungsweise eine Feingeist und eine direkt von Paytalk. Und Paytalk hat ja in Mömbris, Mömbris? Ja, ne? Wie heißt der Ort da? Mömbris. Ja, seinen eigenen Laden aufgemacht, Feingeist-Spirituosen. Sieht übrigens ziemlich cool aus. Ich müsste auch mal den Pat vielleicht anschreiben, ob ich ihn mal da besuchen darf, dass wir da so eine kleine Tour machen und vielleicht auch ein Tasting machen. Mal gucken. Bin bei hier, kleinen Briefchen bekommen. Gleich zwei neue Abfüllungen dürfen wir in unserem Portfolio begrüßen, die wir dir heute als Sample zur Verkostung zukommen lassen. Den Anfang macht die neueste Abfüllung aus der Made in Germany-Serie bei Paytalk. Hier, das haben wir den hier. Ein deutscher Single Grain. Der ist 8 Jahre in einem Rotweinfass gereift. Das Rotweinfass stammt aus Griechenland. Abgefüllt mit 53,5 Volumenprozent und 8 Jahre alt. Und wie gesagt, der reifte komplett in diesem Rotweinfass. Und dann haben wir noch den Project 2 mit dem gälischen Beinamen Ruat Mau. Und der reifte zuerst in einem Ex-Bourbon-Fass und dann in einem Sherry-Fass in deren, im Feingeist Warehouse. Hier haben wir auch noch mal ein paar Informationen für euch. Also, der Finch aus der Finch Distillery, die stellen seit Ende der 90er Whisky her. Hier ist der Kleine. Wie gesagt, 8 Jahre alt. 37,90 würde der kosten in der 0,5 Liter Flasche. Das Ding ist aber, ich weiß gar nicht, ob die alle noch verfügbar sind, weil das Paket ist, das steht jetzt schon hier eine Zeit lang rum. Single Grain. Bin ich sehr gespannt. Ich weiß gar nicht so, wie das ist, aber viele haben ja, wenn sie hören, das ist ein Grain Whisky, meistens so eine leicht negative Einstellung teilweise. Muss aber gar nicht sein, weil klar, der Grain ist jetzt nicht so intensiv wie ein Malt Whisky, sondern etwas leichter. Aber kann natürlich auch gut sein, ne? Weil dann könnte ja was Schönes, Süffiges sein und Fass ist natürlich hier auch sehr im Vordergrund. Und beim Project 2, 53,51 kostet der, 0,7 Liter Flasche. Und der stammt aus der ältesten lizenzierten Brennerei aus den schottischen Highlands. Könnt ihr euch denken, was für eine Brennerei dahinter steckt. Und der ist 10 Jahre alt. Wie lange der jetzt nachgereift ist in diesem Sherryfass, steht hier nicht. Auf jeden Fall ist er rauchig. Deswegen werde ich gleich erst den Finch probieren. Ich muss immer lachen bei dem Namen. Weiß nicht, wie euch das geht. Ich muss dabei direkt an American Pie denken. Stiflers Mom Finch. Und dann den Feingeist Project 2 Ruat Mau. Und zu jedem habe ich auch kurze Tasting Notes hier. Also der Finch soll haben Kirschbanane, geröstetes Getreide mit angenehmer Würzigkeit im Hintergrund, bildet die aromatische Eiche einen schönen Kontrast. Im Geschmack dann kräftig, leicht trocken im Antritt, würzig mit unterschwelliger Süße, Kirsch, Banane und Getreide. Und Abgang ist mittellang, Kirschen, Bananen bleiben dominant, angenehm Eiche mit trockenem Einschlag, zart ausklingende Süße und Würze im Finish. Kirsch, Bananen klingt schon mal interessant. Wahrscheinlich eine geile weinige Note gleich dabei in meiner Nase. Und beim Project 2 Feingeist haben wir angenehmer Torfrauch, floral mit Heidekraut, Früchte wie Orange und reife rote Ähren. Beeren. Kräftiger, würziger Torfrauch in Einklang mit einer leicht cremigen Süße, Zitrusfrüchte und Beeren. Mittellang, süß, rauchig, orange mit leichter Fruchtsäure, zart ausklingender Würzigkeit. Also bei beiden würzig, fruchtig, teilweise ein bisschen süßlich. Ja, wollen wir mal schauen, ne? Ich habe, als das kleine Päckchen ankam, an beiden schon mal gerochen. Also hier. Boah. Und was da in die Nase kommt, das ist schon vielversprechend auf jeden Fall. Finchy. Hier will ich jetzt
dran riechen, damit ich hier den Finch auf jeden Fall in vollen Aromen riechen kann. Sop. So, fangen wir mit dem Finch an. Aus der Finch Distillery, Süddeutschland übrigens. Boah, da hatte ich gerade ganz kurz so eine richtige, wie soll ich sagen, sehr aromatisch, sehr frisch, fast schon Aftershave-mäßig, der erste Eindruck. Boah, jo, das könnte auch so leicht kräutrig sein. Fast schon wie Lavendel oder so, das steigt ja direkt in der Nase rein. Klar, der Whisky an sich ist nicht so intensiv, sondern eher leicht und weich. Kommt so eine leichte Alkoholnote in der Nase. Ach, jetzt gewöhnt man sich dran und jetzt kommt auch das Fass. Schöne, würzige Holznote ist dabei. Ist so richtig, oh, jetzt kommt der Wein. Wenn man in so ein Fasslager geht, kommt ja erstmal so eine Mischung aus Holz, Whisky und auch ja, Fruchtigkeit, so Sherry-Fassmäßig. Je nachdem, in welches Fasslager man geht. Und das kommt ja auch gerade so richtig. Fasslager. Schöne Holzigkeit. Und jetzt kommt diese schöne Fruchtnote. Ja, ich weiß, was die da mit Kirschbanane meinen. Es ist so eine fette Nektarfruchtigkeit. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ist auf jeden Fall sehr saftig. Also wirklich so wie ein Saft, wie so ein Kiba. Dazu aber auch Würze. Nase gewöhnt sich an Alkohol. Und jetzt kommt sogar eine schöne Karamellnote dazu. Schönes Getreide. Ich glaube, für den wurde verwendet Weizen und Gerste, wenn ich mich nicht irre. Ja, auf jeden Fall sehr schöne Nase. Ist wirklich einfach dieses Fassaroma. Schöne, leichte Weinigkeit mit dieser Nektarfruchtigkeit. Und Holz auf jeden Fall auch schön rausriechbar. Tolle Holznote auch. Pfeffer auf der Zunge. Gute Würze im Antritt, kräftiger Antritt für einen Single Grain, joa. Und auch auf jeden Fall dabei im Geschmack wieder diese richtig geile Fruchtnote. Da sind jetzt für mich auch so Orangen dabei, tolle Fruchtigkeit. Es war am Anfang so eine Mischung zwischen Süße und Würze. Dann, wenn man runtergeschluckt hat, einfach nur Würze, die geht es aber langsam zurück. Und macht wieder sehr leichten Süße Platz. Aber ist auf jeden Fall auch trockener werdend. Halt wie beim Rotwein, ne? Und jetzt hat man auch wirklich eine schöne Holznote. Nicht zu bitter. Und auch so eine leichte, boah, ist schon so eine leichte Kakaonote. Vielleicht sogar Richtung Kaffee, so zart-bittermäßig dabei im Abgang. Oh, und jetzt beim zweiten Mal riechen. Ist das fast schon nur wie so ein Fruchtpudding mit Vanille dabei. Sehr fruchtig jetzt. Boah. Ja, schönes Fass ausgesucht. Und diese geile Fruchtigkeit wird dann immer wieder unterstützt von dieser Holznote und der Würze. Ja, also toll. Gefällt mir. Ich habe noch nicht viele Single Grains bisher probiert. Bei Marco Bonn hatte ich mal einen,
knapp 40-Jährigen, der war natürlich mehr als gut. Der Finch. Ja, gefällt mir. Schönes Ding. Und kurz etwas abklingen lassen. Oh, dieser. Jetzt der zweite Schluck war wirklich nur ganz wenig. Deswegen nicht so ein heftiger Antritt wie der erste Schluck. Aber immer noch diese, ja, dieses Spiel von dieser, ich nenne sie jetzt wieder mal Nektarfruchtigkeit. Also so echt sehr saftig, dickflüssig mäßig. Weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Ja, und dann kommt also Holz und jetzt langsam geht er weg. Ja, jetzt bin ich mal gespannt hier auf den Wat Mao, auf den Project 2. Bleiben wir bei Project 2, ist leichter auszusprechen. Ganz anders, ganz andere Rauchigkeit. Stallig, vielleicht eine Stallnote irgendwie dabei, etwas muffig. Das Reh, boah, was ist das? Schinken oder was ist das? Da ist so eine fleischige Note drin. Der Rauch ist nicht zu heftig, aber ich finde ihn sehr anders irgendwie. Das riecht so nach Räucherküche im Schwarzwald. Geile Rauchnote. Da auch ganz selten im Fass gehabt. In der Nase gehabt, so eine Note. Altöl. Boah, was soll da drin sein? Das ist ja gerade ganz anders. Also ich habe da diese Rauchigkeit. Was ist das? Das ist auch diese typische Schornsteinnote, diese Ofennote im Winter, wenn man mal so durch Straßen spaziert. Und dann kommt diese Ofennote in die Nase. Ja, auf jeden Fall. Angenehmer Torfrauch. Floral mit Heilkraut. Vielleicht ist auch diese Kräuternote. Wenn, sind es angebrannte Kräuter. Fruchtig wie Orangen und Beeren. Also Beeren oder Fruchtigkeit oder sowas habe ich jetzt aktuell noch nicht. Da ist wirklich diese besondere Rauchigkeit einfach im Vordergrund. Mit einer angenehmen Würze auch dabei. Alkohol schön eingebunden. Da sind die Aromen drüber. Ja, probieren wir mal. Vielleicht kommt dann auch die Fruchtigkeit raus. Ist ja meistens so. Was ist das für eine geile Rauchigkeit? Kenne ich so. Ganz selten bisher sowas in der Nase gehabt. Das ist mal ganz anderes. Auf jeden Fall auch der Rauch im Geschmack dominant. Allerdings jetzt nicht, dass man jetzt einen Aschenbecher oder so im Mund hat. Zarte Würze auf der Zunge. Da merkt man es halt, der ist noch ein bisschen aromatischer als so ein Single Grain. Belegt jetzt so leicht die Zunge mit einer schönen Rauchigkeit. Und da sind jetzt auch im Hintergrund so eine leichte Fruchtigkeit. Wobei ich da jetzt noch nicht genau differenzieren kann, welche Frucht das sein könnte. Immer noch da im Mund und jetzt im Abgang auch so eine leichte Trockenheit. Haben wir es halt nicht gesagt, wie lange der nachgereift ist in diesem Sherryfass. Aber ich glaube, es war jetzt nicht so lang. Vielleicht ein halbes Jahr oder so. Ja, jetzt kommt so im Hintergrund aber auch nur so eine leichte Fruchtigkeit. Könnte so eine angebrannte Pflaume sein. Vielleicht auch eine verschmorte Orange. Im Vordergrund auf jeden Fall. Oder es ist dieser Ofen, wo man einfach so ein paar Früchte reingeworfen hat. Aber so die Klappe aufmacht. Also diese Rauchnote, die ist ja geil.
Da ist jetzt Orangensaft. Mit Rauch. Ja, schön. Also, beide gefallen mir gut. Project 2 hat aber hier auf jeden Fall gewonnen. Diese geile Rauchigkeit. Eine Mischung aus Ofen, Holz, Speck, Stall und dann ganz im Hintergrund diese leichte Fruchtigkeit. Also gefällt mir echt gut. Jo. Also Pat, danke für die Proben hier. Ich hoffe, wir können das mal bald irgendwie arrangieren, dass ich da in deinem neuen Laden vorbeikomme. Vielleicht auch mal eine Zigarre. Ich habe ja gesehen, du hast da ganz viel Zigarren auch und nicht nur Whisky, sondern auch ganz viel andere Spirituosen und auch Craft Beer. Also schaut doch ruhig mal vorbei. Feingeist in Mömbris. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal hier wieder beim Tasting bei mir einschaltet. Bis dahin. Ciao.